Berlin wächst und damit natürlich auch die Aufgaben. Modernes Stadtmanagement muss darauf reagieren. Doch wie genau? Dieser Frage widmet sich die Stiftung Zukunft Berlin und hat eine Arbeitsgruppe gebildet, gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern von Spandau und Treptow-Köpenick und dem Staatssekretär der Senatsfinanzverwaltung. Im Fokus hatten sie dabei vor allem die Situation der Bezirke. In den nächsten 4 Jahren wird Berlin 250.000 zusätzliche Einwohner haben. So die Prognose. Das heißt, unsere Stadt wird um eine mittelgroße Stadt wie Braunschweig oder Aachen wachsen. Doch ist Berlin, sind die Bezirke auch dafür gerüstet? Die Arbeitsgruppe der Stiftung Zukunft Berlin, die bereits auf Anregung des ehemaligen regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit und dem damaligen Finanzsenator Ulrich Nussbaum genau dieser Frage nachgegangen ist, kommt einstimmig zu dem Ergebnis, dass es neben einer positiven Grundeinstellung zum Wachstum auch eine produktive Zusammenarbeit zwischen Bezirken und Senat braucht. Wir sind überzeugt, dass die herkömmliche Organisationsstruktur und die Verfahren in der Verwaltung nicht ausreichend sind, diese Wohnungen zu bauen, die technische und soziale Infrastruktur zu bauen. Und wir plädieren dafür, eine andere Kooperations- und Mitmachkultur zwischen Senat und Bezirken, aber auch der Stadtgesellschaft herzustellen. Alle sollen daran ihre Freude haben, dass Berlin wächst und damit auch die wirtschaftliche Grundlage für die Zukunft gesichert ist. Das bedeutet aber nicht einfach nur mehr Geld für die Bezirke. Nein, ich glaube, dass man mit mehr Geld es auch nicht schafft, sondern wir müssen die Verwaltungen, wir müssen die Menschen befähigen dazu, diese Aufgaben wahrzunehmen. Und wir müssen an den Stellen, wo einfach Antragsstau sind, auch Externe mit einbeziehen, um den Stau abzubauen. Wir können nicht warten, dass hier weiter die Mieten steigen. Der beste Mieterschutz ist auch, mehr Wohnungen in der Stadt zu haben, zu vertretbaren Preisen. Wie sehen Sie denn aktuell die Beziehung zwischen Senat und Bezirken? Sie ist mehr geprägt von, wenn etwas nicht funktioniert, schuld sind die anderen. Also man zeigt mit dem Finger immer auf den Nächsten. Deswegen sagen wir auch, die Bezirke sollen natürlich dazu befähigt werden. Die Bezirksbürgermeister sollen auch Verantwortung übernehmen. Sie sollen auch anweisen können. Sie sollen auch disziplinarrechtlich entscheiden können. Wir wollen also die Bezirksbürgermeister gewissermaßen stärken. Und wir brauchen ein Zielbild für Berlin. Die Menschen müssen verstehen, warum diese Stadt wächst und warum diese Stadt so interessant ist. Wir wollen die Leute, die herkommen, wollen ja auch bei uns gerne haben. Wer soll denn dieses Zielbild formulieren und darüber entscheiden? Ja, nun haben wir weder einen König noch einen Kaiser. Natürlich ist die Politik zunächst auch gefragt, aber die Politik nicht allein. Es gibt kein Zielbild, das die Politik vorgibt und das Volk sagt herzlichen Dank, sondern in diesen Prozess muss die Bevölkerung eingebunden werden. Ähnlich wie wir es gemacht haben nach der Wiedervereinigung, wo wir mit sehr vielen Menschen alle 14 Tage am Wochenende diskutiert haben und dann beispielsweise einen gemeinsamen Flächennutzungsplan hatten. Wir wollten Hauptstadt werden, wir wollten wachsen, die alten Stadtstrukturen wiederherstellen. Das haben wir nicht als Politik damals gemacht, sondern das haben wir mit den Menschen, mit der Stadtgesellschaft vorbereitet und ich glaube auch umgesetzt. Nun ist die Stiftung Zukunft Berlin ja genau das Instrument, das die Bürger mit reinnehmen möchte in die Prozesse für die Zukunft dieser Stadt. Und gerade da hapert es ja auch ein bisschen, was die wachsende Stadt angeht. Sobald ein Bauvorhaben hier in Berlin auch nur angekündigt wird, bildet sich Widerstand. Wie kann diese Stadt damit umgehen? Also wir bieten uns als Stiftung Zukunft Berlin an, diesen Prozess zu begleiten. Wenn die Politik und wenn auch die Stadtgesellschaft es wollen, würden wir es machen. Wir haben keinen Alleinvertretungsanspruch, natürlich nicht. Sondern das ist ja gerade das Besondere. Menschen, die mitmachen, schaffen eher auch belastbare Arbeitsstrukturen, Diskussionsstrukturen und das ist die Voraussetzung, es nachher auch umzusetzen. Wir wünschen uns natürlich, dass die Politik das erkennt, über Parteigrenzen hinweg und beispielsweise der regierende Bürgermeister und die Parteien hier in Berlin sagen, jawohl, wir stellen so einen Prozess. Das politische Verteilen irgendwelcher erlegten oder nicht erlegten Teile ist dann später und das ist Sache des Wahlkampfes, aber nicht von uns. Eine lösungsorientierte Zusammenarbeit zwischen Bezirk und Senat ist auch aus Sicht des Bezirksbürgermeisters von Treptow-Köpenick, Oliver Igel, zwingend. Denn fehlende Kapazitäten in den Bezirken schaden langfristig der Stadt, gerade wenn sie wächst und Verwaltung und öffentliche Infrastruktur besonders gefordert sind. Bisher herrschte immer Frust zwischen Bezirken und Senat. Jeder hat sich immer den schwarzen Peter zugeschoben, hat immer gesagt, du bist schuld, ne, dass es nicht läuft. Und es
wurde einfach Zeit, dass dieses Spiel auch beendet wird, dass wir gucken, wir sind hier politische Vertreter einer Stadt, der Hauptstadt, Metropole, Berlin, und Berlin wächst und wir müssen gemeinsam organisieren, dass diese Stadtgesellschaft eben auch funktioniert, auch in Zukunft funktioniert und deswegen müssen wir einfach miteinander reden. Aber sind wir da mittlerweile nicht schon auf einem guten Weg? Ich meine, der regierende Bürgermeister macht jetzt auch regelmäßig seine Senatssitzung in den Bezirken, die dann verbunden immer sind mit Bezirkstouren. Und ja, man hat auch das Gefühl, dass versucht wird, wenn es Entscheidungen gibt, die für mehr Arbeit sorgen in den Bezirken, dass die dann auch personell unterlegt werden. Das ist vollkommen richtig. Es hat sich also im Grunde genommen parallel zu unserem Diskussionsprozess schon ein Wandel an der Spitze der Stadt auch deutlich gemacht. Es ist richtig, dass die Bezirke inzwischen auch ernst genommen werden, auch in ihren Sorgen und auch den Problemen, die sie schildern. Deswegen wird also nicht immer auf die Meckerer gezeigt, sondern wir haben durchaus, wenn es berechtigt war, beispielsweise auch mehr Personal bekommen. Wir brauchen an der einen oder anderen Stelle auch noch mehr Geld. Das ist so, denn das alles, wenn es darum geht, jetzt eben neu zu bauen und auch Schulen zu errichten, Kitas zu errichten, andere soziale Infrastruktur sicherzustellen, öffentlicher Nahverkehr und Radverkehr und so weiter und so fort. Das ist ein riesiger Aufwand und deswegen ist es gut und richtig, dass der Senat auch stärker auf uns schaut, positiv auf uns schaut, aber es gibt immer noch viel zu tun. Fühlen Sie sich da an der Stelle auch ein bisschen alleingelassen, gerade bei neuen Bauvorhaben, wo ja immer sofort Widerstand seitens der Nachbarschaft artikuliert wird, dass Sie quasi nicht die Möglichkeiten haben, eine Willkommenskultur zu schaffen, weil Sie mangels Geld die Infrastruktur nicht bieten können? Also im Moment ernten wir tatsächlich immer nur den Ärger, wenn es um neue Bauvorhaben geht. Erst der Baustellenlärm, dann der Verkehr, dann die lärmenden Nachbarn und so weiter und so fort. Also es ist immer irgendwie unbefriedigend, wenn irgendwas Neues hier passiert. Und die Anwohner, die wollen am liebsten natürlich, dass alles so bleibt wie bisher. Man hat es sich gemütlich gemacht. Das kann ich auch so nachvollziehen zu einem Teil. Aber die Stadt wächst nun mal und niemand lässt sich vorschreiben, wo er zu wohnen hat, sondern wenn Berlin eben attraktiv ist, wenn Berlin in ist, dann kommt man hierher. Aber richtig ist, wir müssen natürlich auch den alteingesessenen Anwohnern was bieten. Und deswegen wäre es gut, wenn es auch Anreize gäbe für die Bezirke, eben solche Neubauvorhaben zu genehmigen, das auf den Weg zu bringen und Anreize beispielsweise auch, die es möglich machen, dann eben auch eine bessere soziale Infrastruktur dann drumherum zu schaffen. Jugendeinrichtungen, Senioreneinrichtungen, Kitas, Schulen gehören natürlich dazu, Freizeitmöglichkeiten aller Art, die dann allen zugutekommen. Die herziehen, aber auch diejenigen, die schon lange hier wohnen. Was halten Sie davon, dass Bezirke sich in manchen Bereichen zusammentun und dort konzentriert in Kompetenzzentren Angebote haben? Also es kommt immer darauf an, welche überbezirkliche Zusammenarbeit dann auch möglich gemacht wird. Ich kann mir beispielsweise kaum eine überbezirkliche Zusammenarbeit vorstellen, wo im Grunde genommen die Bevölkerung direkt betroffen ist. Stellen Sie sich mal vor, wir würden die Schulanmeldung zentral in einem Bezirk in Mitte konzentrieren. Alle müssten plötzlich nach Mitte rennen. Das geht natürlich nicht. Also es geht eher darum, um Verwaltungsaufgaben, die, ich sage mal, in der zweiten Reihe gemacht werden, wo es nicht unbedingt den direkten Bürgerkontakt gibt. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man schaut, ob das ein Bezirk für alle oder mehrere Bezirke zusammen machen können. Die Diskussion ist aber offen und kann auch offen geführt werden. Und haben Sie das Gefühl, dass das dann auch wirklich langfristig umgesetzt wird? Das heißt, dass diese Runde, die sich jetzt hier gefunden hat, wir haben ja gesagt, es wird ja streckenweise schon umgesetzt, aber dass das wirklich zu dem Endergebnis führt, was Ihnen auch vorschwebt, was Sie brauchen angesichts der wachsenden Stadt. Ich glaube, Sie haben gesagt, 60.000 kommen in den nächsten Jahren in Ihren Bezirk, neue Berliner, dass Sie das Gefühl haben, das schaffe ich damit auch mit diesen Instrumenten. Das Schöne an Kommunalpolitik ist, sie hat nie ein Ende und es gibt immer neue Herausforderungen und immer neue Probleme. Insofern, wir haben jetzt einen Stand erreicht, wo wir schon ein paar Etappen als Zwischenerfolge auch verzeichnen können. Es wird aber kein Endergebnis geben, sondern am Ende, wenn wir irgendwo ein Ende setzen, ob nun 2016, 2017, 2018, wird es dann neue Herausforderungen geben. Wichtig war jetzt, dass wir ganz ergebnisoffen bestimmte Themen besprochen haben, Thesen aufgestellt haben
Und wir sehen, dass Senat und Bezirke auch an bestimmten Lösungen nicht nur arbeiten, sondern auch schon umsetzen. Insofern sollte die Diskussion weitergehen und mal sehen, was uns da noch an neuen Problemen denn in den nächsten Jahren erwartet. Klaus Feiler arbeitet seit 13 Jahren in der Senatsverwaltung für Finanzen, seit 2012 als Staatssekretär. Er sieht die Zusammenarbeit zwischen Bezirks- und Landesebene bereits auf einem guten Weg. Hilfreich sei dabei auch, dass das zweistufige Verwaltungsmodell in Berlin per se nicht mehr in Frage gestellt werde. Das Thema wachsende Stadt und die Frage, wie wir die Aufgaben am besten für die Bürger erledigen, hat dazu geführt, dass Bezirke und Senat jetzt anders diskutieren als vor 10 Jahren, als es um die Frage des Überlebens der Einsparung ging. Jetzt geht es darum, neue Wege zu definieren. Es gibt mehr Mittel, mehr Personal und wir arbeiten jetzt gut zusammen, vertrauensvoll auf einer, glaube ich, geänderten Basis in den letzten 1,5 Jahren. Die Bezirke fordern eindeutig mehr Entscheidungskompetenzen. Wo ist denn da für Sie die Grenze? Also ich als Finanzer habe da gar keine Grenze. Es kommt darauf an, wo die Aufgaben am besten, am effizientesten wahrgenommen werden. Und ich glaube gar nicht, dass die Bezirke generell mehr Entscheidungskompetenzen fordern, sondern sie verlangen, dass wir es besser abgrenzen, dass die Zuständigkeiten vielleicht etwas besser definiert werden. Aber einen generellen Konflikt sehe ich da nicht. Gut, nun wollen Sie ganz konkret mehr Hoheit fürs Personal, dass Sie entscheiden können, wie viel Personal Sie brauchen und dann auch einsetzen können. Also dazu kann man sagen, dass die Hälfte der Bezirke bereits die alten Sparvorgaben erfüllt hat. Die sind völlig frei und die Senatsverwaltung für Finanzen hat auch schon seit 2 Jahren keinerlei Genehmigungsvorbehalte mehr gegenüber den Bezirken. Es gibt jetzt auch mehr Personal für den neuen Doppelhaushalt, sind es 500 Stellen insgesamt, die zusätzlich kommen für neue Aufgaben im Rahmen der wachsenden Stadt. Und wir werden dann, denke ich, zu Beginn der nächsten Legislaturperiode prüfen müssen, wie wir mit den noch verbleibenden Grenzen umgehen können. Flexible und transparente Verwaltungen, angemessene finanzielle und personelle Ausstattung, mehr Verantwortung und Wettbewerb, um den Bezirken zu ermöglichen, wirtschaftlich, qualitativ und bürgerfreundlich arbeiten zu können. Das ist das Ziel. Solange Termine bei Bürgerämtern jedoch eine Ware auf dem Schwarzmarkt sind, sind wir davon noch weit entfernt.